Hallo zusammen, hier nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Leben von Sun Tzu, auch bekannt als Sun Tzu, aus dem Vorwort des Kunst des Krieges. Sun Tzu, dessen Vorname Wu war, stammte aus dem Staate Qi. Sein Buch, Die Kunst des Krieges, erregte die Aufmerksamkeit Helus, des Königs von Wu. Helu sagte zu ihm: Ich habe deine 13 Kapitel sorgfältig studiert. Darf ich deine Theorie über die Führung von Soldaten einer kleinen Prüfung unterziehen? Sun Tzu erwiderte: Das dürft ihr. Der König fragte: Darf ich die Prüfung auch auf Frauen beziehen? Wieder stimmte Sun Tzu zu, und so wurden Vorbereitungen getroffen, 180 Damen aus dem Palast zu holen. Sun Tzu teilte sie in zwei Kompanien und stellte je eine der Lieblingskonkubinen des Königs an die Spitze der Abteilung. Dann ließ er sie alle einen Speer in die Hand nehmen und sprach zu ihnen die Worte: Ich nehme an, dass ihr den Unterschied zwischen vorne und hinten und rechts und links kennt? Die Mädchen erwiderten: Ja. Sun Tzu fuhr fort: Wenn ich sage, Augen geradeaus, dann müsst ihr nach vorne blicken. Wenn ich sage, links um, dann müsst ihr euch nach links drehen. Wenn ich sage, rechts um, dann müsst ihr euch nach rechts drehen. Wenn ich sage, kehrt, dann müsst ihr euch rechts herum umdrehen. Die Mädchen hatten auch dies verstanden. Als damit die Befehle erklärt waren, ließ er Hellebarden und Streitäxte ausgeben, um den Drill zu beginnen. Dann gab er zu einem Trommelwirbel den Befehl: Rechts um. Doch die Mädchen brachen nur in Lachen aus. Sun Tzu sagte geduldig: Wenn die Kommandoworte nicht klar und deutlich sind, wenn die Befehle nicht richtig verstanden werden, dann trifft die Schuld den General. Er machte mit dem Drill weiter und gab diesmal den Befehl: Links um. Worauf die Mädchen abermals Lachkrämpfe bekamen. Da sagte er: Wenn die Kommandos nicht klar und deutlich sind, wenn die Befehle nicht richtig verstanden werden, dann trifft die Schuld den General. Doch wenn seine Befehle klar sind und die Soldaten dennoch nicht gehorchen, dann ist es die Schuld der Offiziere. Darauf gab er den Befehl, die Anführerin der beiden Kompanien zu enthaupten. Der König von Wu beobachtete das Geschehen vom Dach des Pavillons aus, und als er sah, dass seine Lieblingskonkubinen enthauptet werden sollten, erschrak er sehr und schickte eilig die folgende Botschaft hinunter: Wir sind zufrieden mit der Fähigkeit unseres Generals, die Truppen zu führen. Wenn wir diese beiden Konkubinen beraubt werden, wird unser Essen und Trinken den Geschmack verlieren. Wir wünschen nicht, dass sie enthauptet werden. Sun Tzu erwidert noch geduldiger: Nachdem ich einmal die Ernennung Eurer Majestät zum General der Streitkräfte erhalten habe, gibt es gewisse Befehle Eurer Majestät, die ich, wenn ich als solcher handle, nicht akzeptieren kann. Und seinen Worten getreu ließ er die beiden Anführerinnen sofort enthaupten und setzte die nächsten beiden als Anführerin in ihre Stelle. Daraufhin wurde wieder die Trommel zum Drill geschlagen. Die Mädchen machten alle Schritte, drehten sich nach rechts oder nach links, marschierten geradeaus oder machten kehrt, knieten oder standen und alles mit höchster Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit. Und keine wagte, einen Laut von sich zu geben. Dann schickte Sun Tzu einen Boten zum König und ließ ausrichten: Herr, eure Soldaten sind jetzt richtig ausgebildet. Sie halten Disziplin und sind bereit für die Inspektion durch eure Majestät. Sie können zu jedem Zweck eingesetzt werden, den ihr Herrscher im Sinn haben mag. Fordert sie auf, durch Feuer und Wasser zu gehen, und sie werden sich nicht weigern. Doch der König erwiderte: Der General soll den Drill einstellen und ins Lager zurückkehren. Wir haben nicht den Wunsch, hinunterzugehen und die Truppen zu inspizieren. Darauf erwiderte Sun Tzu ruhig: Der König schätzt schöne Worte, doch er vermag sie nicht in Taten umzusetzen. Da sah der König von Wu, dass Sun Tzu ein Mann war, der ein Heer zu führen wusste, und er nannte ihn in aller Form zum General. Sun Tzu unterwarf im Westen den Staat Chu und drang bis nach Ying, der Hauptstadt, vor. Im Norden versetzte er die Staaten Qi und Qin in Angst und Schrecken, und sein Ruhm breitete sich unter den Landesfürsten aus. Und Sun Tzu hatte einen Teil an der Macht des Königreiches.